Viertel nach acht. Oben wird man wieder gesaugt und fragt nicht wie. Das geht ja schon seit einer halben Stunde so. Jetzt hört es gerade auf. Wetter okay, windig immer noch, sonnig, soll auch größtenteils sonnig bleiben. Ja, heute baue ich mal diese restlichen Lichter an. Ich habe ja nur noch ein paar, nur noch diese Solarlichter hier. Ich bin mal gespannt, wie viel das sind, beziehungsweise ob ich da tatsächlich beide verbaut bekomme oder ob ich die noch vorne hinpacke. Aber eigentlich wollte ich die beide hier hin verbauen. Die machen ja Terror da oben jetzt mal, ne? Kenn nix. So, Kaffee und dann... Ach ja, das zweite Regal. Das ist genau das Regal, was ich habe und so zufrieden war mit. Nur halt eine Lage weniger. Muss ich auch noch aufbauen. Kurz nach 10. Ja, ich gucke gerade das Spiel England gegen Frankreich. Das ist ein interessantes Spielchen. Besonders weil jetzt England gerade ausgeglichen hat im Elfmeter. Ja, das gucke ich mir noch zu Ende an und dann geht es hier in den Garten. Eventuell mähe ich auch den Rasen. Aber da habe ich irgendwie nicht so den Lust drauf, weil ich muss immer den kompletten, Kabuchse hier ausräumen dafür. Mache ich nicht. Aber die Lichter werde ich auf jeden Fall aushängen, obwohl es immer noch sehr weht. Man sieht es ja an der Palme, aber auf keinen Fall mehr so stark wie gestern. Ja, dann werde ich die Lichter auf. Dann werde ich eventuell mein mein Auto saugen. dafür muss das Ding allerdings erstmal aufladen. Und ich muss auch mal diesen Inflator testen, meine Reifen. Und dann baue ich das Regal hier noch auf. Das mache ich jetzt erstmal alles. Und dann gehe ich eventuell angeln. Und bringe das Zeug hier zurück. Ich muss mal gucken, ob der UPS-Laden offen hat, aber wahrscheinlich schon. Da bringe ich nämlich das Zeug, schicke ich das zurück. Je eher ich das zurückschicke, desto eher kriege ich meine Kohle zurück. Oh, also überall. Diese bunten Dinger. So, ich habe die Papaya mal umgepflanzt hier in einen einzelnen Topf. Die ist ja wild in dem Eimer gewachsen. Ansonsten habe ich ein bisschen gesprengt und jetzt kommen die Lichter mal dahin. Da oben, das sieht ja wirklich Wahnsinn aus, ne? Da habe ich mir extra diese Smart Plugs gekauft, ja. Aber passen nicht. Jetzt muss ich hier so einen Extension Cord dran machen, damit das passt. Oh Mann. Super windig. Angeln gehe ich heute nicht. Also diese Starlights sind ganz schön groß. Und das ist schon die kleinere Version. Da gibt es auch noch halben Meter. Aber wenn ich die auslege, die 10 Stück, dann passt das genau, muss das genau da oben hinpassen. Na, schauen wir mal. Nicht ganz symmetrisch, aber die Dinger hängen. Passen genau hin. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich die zweiten noch auffänge, so vielleicht ein bisschen tiefer. Oder ob ich die hier hinhänge. Das Gute war, dass da Haken waren. Also ich musste gar keine Haken oder sonst irgendwas installieren. Das war sehr lucky. Aber die gefallen mir nicht, weil das hier nicht symmetrisch ist. Naja, passt aber. So, das zweite Regal baue ich hier gerade auf. Ist genau das gleiche. Also wieder solide und habe ich wieder tief gemacht. Jetzt mache ich wieder noch eine höher. Ich glaube, beim letzten Mal muss ich nochmal auseinanderschrauben, aber na gut. Dann passt die Kaffeemaschine nämlich da drunter und dann kann man die schön beiseite schieben. Ja, die passt genau perfekt dahin. Also das Regal. So, ob das so bleibt, weiß ich auch noch nicht. Aber das Regal passt genau hier hin. Und morgens kann ich das heute hier rausholen. Beziehungsweise die Kaffeemaschine rausziehen. Und dann weiß ich, ob ich das so lasse. Aber hier habe ich jedenfalls noch Stauraum, was immer ich auch da drauf stelle. Irgendwas halt. Ma. Regale installiert. So, es wird dunkel. Irgendwie frisch. So, die Lichter sind angegangen hier.
Eventuell gab es sogar einen guten Sonnenuntergang. Die Chance waren heute 22%. So, ja, die Lichter leuchten hier bei den Nachbarn. Oben noch nicht. Gucken wir mal, ob wir hier die Laser anmachen können. Ne, der funktioniert irgendwie nicht. Aber die Starlights. Doch, der Laser funktioniert auch jetzt. Okay, gut. Die Starlights. Funktionieren auch. Ganz schön hell. Also die ganz schön hell. Aber die hängen ja auch am richtigen Strom. Ja, das ist meine Weihnachtsbeleuchtung bisher. Der Laser, der ist ganz schön komisch. Aber der strahlt hier auch einiges an. Und wenn es komplett dunkel ist, dann sieht das wahrscheinlich noch besser aus. Aber diese Starlights, die sind ja ganz schön hell. Alexa, light 100%. So, fertig machen muss ich mich jetzt mal. Also, beziehungsweise alles für morgen. Mich fertig machen, das bringt ja nichts. Duschen und rasieren. Wir haben mittlerweile 6:30. Morgen muss ich natürlich um 5:15 raus. Ich habe einen Flug um 8, um 9, um 10, um 11, um 1 und um 2. 6 Flüge, der Markus hat 5. Ja, morgen fliegen wir, glaube ich, den ganzen Tag diese Tavayano. Es weht immer noch. Also ich weiß nicht, wie das Wetter morgen werden soll. Aber heute war es schon ein bisschen weniger windig, obwohl es immer noch windig war. Und morgen ist es hoffentlich angenehm. Ja, ich fliege morgen nicht QC, sondern QL. Den Helikopter ist der Markus heute den ganzen Tag geflogen. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, was an dem besonders war. Da ist ja an jedem irgendwie, ne, ein bisschen was anders. Jo. Machen wir den Kaffee fertig, duschen, rasieren und dann gucken wir eventuell noch einen Film. Ich habe gerade schon einen Film geguckt, der war ziemlich gut. Und, UFC lief ja heute. Genau, das gucke ich, glaube ich, eher. Gegessen habe ich heute eine Toblerone. Und ich glaube, das war's. Ich habe auch nicht wirklich Hunger. Ja. Jo, aber ansonsten, Handeln wollte ich unbedingt noch machen. Habe ich ja gestern oder vorgestern wieder angefangen. Wenigstens eine Runde so ein bisschen. Ich habe ein Video gesehen, wie sich der Körper verändert, wenn man 28 Liegestütze am Tag macht. Ist ja gar nichts. Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt wieder jeden Tag Liegestütze. Wenn sogar 28 was bringen, dann bringt auch das, was ich mache, was. Sogar mehr. 5:09. In 5 Minuten muss ich schlafen, dann kriege ich 8 Stunden Schlaf. Denn um 5 Uhr, beziehungsweise kurz nach 5, muss ich morgen raus. So, duschen war ich, Bett fertig, Kaffee vorbereitet, alles pipapo. So, gerade nochmal rasiert mit dem neuen Rasierer, der ist ja wirklich nice. Also, wenn ich den vergleiche mit der Series 7, die ich vorher hatte, hier ist da noch ein bisschen was. Also, einen perfekten Rasierer gibt es ja nicht, aber also beim Rasieren fühlt sich smoother an und das Ergebnis auch. Also, das war eine gute Maßnahme. So, jetzt gucke ich mir noch ein bisschen, zumindest ein, zwei Kämpfe noch an von UFC und dann gehe ich ins Bett. 6 Flüge, glaube ich, morgen. Da kommt wahrscheinlich eventuell noch ein 7. drauf. Aber wie gesagt, mein letzter Arbeitstag vor den 2 freien Tagen, von daher schockt mich nicht. Es weht immer noch. Aber bei weitem nicht mehr so wie gestern Abend. Das heißt, die Hoffnung ist groß, dass es morgen eventuell mal ein bisschen angenehmer ist. Aber man weiß nie. Es geht ja super früh los. Aber Sonntag kein Verkehr, von daher. Zumindest im Stau werde ich nicht stehen.